ob Wildcard oder nicht, wir sind dabei und das ist das Wichtige. Und wir wollen uns da präsentieren und wir wollen weit nach vorne. Und von daher gibt es nur natürlich möglichst viele Siege einzufahren, denn sonst hat man keine Chance, da vorne zu landen. Also von daher ist es egal, wie wir jetzt da hingekommen sind. Wir sind eine tolle Mannschaft. Wir haben Qualität in der Mannschaft und jetzt ist es halt an der Zeit, das auch zu zeigen. Aber es ist natürlich immer klar, dass man die Spiele gewinnen will und dass man möglichst weit nach vorne kommen möchte, denn da steht ja auch eine mögliche Olympia-Qualifikation an und von daher muss man schon erfolgreich spielen, um das zu erreichen. Ja, das ist schon eine Herkulesaufgabe bei einer Weltmeisterschaft, denn da sind sehr viele Gegner, die einem sehr unangenehm sein können durch untypische Spielweisen und von daher, das ist schon hart und in kurzer Zeit auch so viele Spiele. Ja, wenn wir natürlich gut ins Turnier starten, dann kann das zum Selbstläufer werden, aber da warten einige Brocken auf uns, also von daher, das ist schon eine harte Aufgabe. Nein, das ist keine neue Rolle, okay, die Älteste zu sein vielleicht schon, aber ich bin Torhüterin, ich versuche den Kasten sauber zu halten, ich versuche mit den Mitspielerinnen ein Abwehrbollwerk zu stellen und von daher ist das die gleiche Aufgabe und die jungen Spielerinnen natürlich ein bisschen in die Mannschaft zu integrieren. Ja, es ist wichtig, dass wir ein tolles Duo darstellen, denn so eine WM ist echt hart. Und von daher wäre es perfekt, wenn jeder von uns da seine Leistung bringen kann. Und da ist es auch egal, wer Nummer 1 oder Nummer 2, ich glaube, das gibt es bei uns nicht. Und ja, wir wollen beide der Mannschaft helfen, also von daher ist es egal, wer im Turm steht.